Der letzte Teil der Suche führt uns zu den Wikingern. Diese müssen sich drei abtrünnigen Siedlungen stellen. Die der Römer besteht allerdings nur aus Türmen und ist daher nicht funktionsfähig. Das Gebirge an der nördlichen Grenze unserer Siedlung enthält Kohle und Eisen. Diese Erze finden wir zusammen mit Stein auch in der Bergkette im Westen. Im Nordwesten unserer Halbinsel gibt es vier flache Gebirge, in denen ihr Kohle, Eisen und Gold finden könnt. In der Mitte unserer Halbinsel findet ihr außerdem einen Wrack mit ein paar Rüstungen und Goldbarren, die ihr bei Gelegenheit erobern solltet. Auf dieser Karte fehlen uns Äxte und Sägen, was für die Wikinger ein echtes Problem ist. Dafür starten wir mit einem Steinmetz und einer Getreidefarm. Euer erstes Ziel sollten zusätzliche Siedler und eine Werkzeugschmiede sein. Sobald eure Holzwirtschaft durch mindestens ein weiteres Sägewerk und weitere Holzfäller ergänzt wurde, könnt ihr an der Nahrungsproduktion und der Schwerindustrie arbeiten. Die KI ist durch das Skript gezwungen, auf leicht 70 und auf normal mindestens 50 Minuten mit einem Angriff zu warten. Ich wurde aber auch auf normal erst nach 70 Minuten angegriffen. Die KIs sind defensiv eingestellt, was bedeutet, dass sie zwar angreifen werden, aber sich ihre Aggression in Grenzen hält, solange ihr sie nicht provoziert. Die Sümpfe in der Nähe eurer Siedlung eignen sich gut für eine erste Verteidigungsstellung. Langfristig solltet ihr aber den Übergang zur anderen Halbinsel sichern. Sobald der Übergang mit ein paar Türmen bewacht wird, sichert ihr euch die Goldvorkommen. Eine Mana-Produktion werdet ihr ebenfalls brauchen, da ihr einen der römischen Türme nur mit Zaubern oder Kriegsmaschinen erreichen könnt, welche im Fall der Wikinger ebenfalls Mana benötigen. Scheut euch nicht, eure Wirtschaft extrem auszubauen, aber noch viel wichtiger ist es auf dieser Karte, nicht übermüßig zu werden. Defensive KIs reagieren darauf, dass ihr einen ihrer Türme erobert mit einem großen Angriff. Das gilt auch dann, wenn der Turm ursprünglich euch gehört hat. Unterschätzt das nicht, wenn ihr angreift, wird die KI getriggert und 200% mad sein. Daher sind Level 3 Soldaten auch sehr wichtig und sobald ihr Gold habt, solltet ihr ausschließlich diese produzieren. Um absolut sicher zu gehen, sichere ich gerne die mittlere Insel mit der römischen Burg mit ein paar zusätzlichen Türmen. Im Fall eines Angriffs habe ich dort genug Platz für meine Soldaten, während die feindlichen Truppen zunächst die enge Landbrücke überqueren müssen. Konzentriert euch immer auf eine der beiden großen KIs und scheut euch nicht, deren Rohstoffe am Bauplatz zu nutzen. Sobald alle drei Siedlungen zerstört wurden, habt ihr gewonnen.